Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro 2033, die Redux-Version. Ja, und da unten steht unser Freund Bourbon. Zumindest glauben wir, dass er das ist. Und wir haben hier gerade den Raum untersucht und ein bisschen was gefunden, womit wir was anfangen können. Und wir sollten uns auch nicht zu lange hier rumtrödeln, denn wir haben ja, wie gesagt, nur eine begrenzte Anzahl an Filtern. So, du hast die ganze Zeit gelesen. Das ist aber sehr, sehr spannend. Dann gehen wir jetzt hier raus. Mach die Tür auf. Schön sacht und leise. Damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Oh, ja, gerne. Haben wir das besprochen mit der AK? Oh. Oh. Da fliegt was. Das ist das Fliegendes. Versteck dich, Junge. Wo denn? Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Ja, wo ist er denn? Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Ja, aber Wahnsinns-Mistkerle, so wie es aussieht. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Das war nichts. Schon wieder in die Pampa gefallen. Ja, spring, ich fang dich auf, das ist gut. Oh, ja, was ist das denn jetzt hier? Hallo? Jetzt kletter mal da raus, Antio. Elsa. Ich komme hier nicht raus. Ich komme aus der Brühe nicht raus. Alter, schon wieder rein. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das? Antion. So, einmal nicht bewegen, bitte. Alter Schwede. Kommt aus der Brühe nicht mehr raus. Wie komme ich hier hoch? Ah, einfach hochspringen. Alter, die Tür bewegt sich. Einfach hochspringen. Ja, dann fang mich mal, komm. Hopp. Ja, komm. Alter, fang mich doch auf. Was bist du denn für einer? Hopp. Was? Antion? Bourbon? Du musst außen rumgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Okay, in der Pfütze werde ich verstrahlt. Und was ist hiermit? Oh, Scheiße. Soll ich auf den schießen? Ist mir ehrlich gesagt lieber, als ich auf ihn zu schießen. Treffe ich den überhaupt? Wo ist er? Sehe nicht mehr. Habe ich ihn verscheucht? Er wird leiser. Ich glaube, ich habe den verscheucht. Oh, ich wollte gerade keinen Filter wechseln. Oh nein. Oh nein, da ist er wieder. Oder irgendwas anderes. Habe ich ihn noch nicht verscheucht. Oh, oh. Ja, super. Bin ich tot? Oh nein, er trägt mich. Alter, lass mich los. Lass mich los! Was hat er gemacht? Alter. Was ist jetzt passiert? Bin ich tot? Das Bild steht. Was ist hier los? Hallo? Ist das jetzt ein Bug? Ich höre Schüsse. Ich kann nur so ein bisschen zappeln, aber nichts passiert. Soll ich jetzt noch mal warten?
Oder neu laden. Ich glaube, ich lade nochmal neu, ne? Mir bleibt nichts anderes übrig. Letzten Speicherpunkt laden. Das ist natürlich doof. Was auch immer da jetzt gerade passiert ist, bin ich in irgendeinen Bug reingeraten. Okay. Ich soll mich in Deckung bringen. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie kriege. Ob der überhaupt zu töten ist, weiß ich auch nicht. Ich verballer jetzt hier gerade die ganze Zeit meine Munition an den Kerl. Ach, schon wieder T gedrückt? Wollte ich gar nicht. Scheinen irgendwie gar nicht zu jucken. Der fährt einfach munter weiter. Der könnte jetzt ruhig mal sterben, der Kollege. Auf jeden Fall scheint er ein bisschen wuschig geworden zu sein. Komm her. Genau, lauf direkt vor die Flinte. Aber hier scheint er mich nie anzugreifen. Die Frage ist nur, wie lange ich hier rumstehen kann. Ob es überhaupt was bringt, dass ich hier auf den Baller. Ja, er steht's ab. Es hat was gebracht. Gott sei Dank. Ich hoffe, der ist jetzt auch hinüber. Kann ich den looten? Hat er was für mich? Alter, siehst du scheiße aus, Kollege. Naja, wahrscheinlich sehe ich genauso aus, wenn du mit mir fertig bist. Aber erstmal habe ich dich fertig gemacht. So, ich gehe erstmal auf das Reflex-Ding. Ich lade einmal nach. Sicher ist sicher. Muss ich jetzt ins Gebäude da rein? Oder muss ich hier lang? Ich gehe mal hier ins Gebäude. Allein schon aus der Tatsache, dass es sicherer ist. Wahrscheinlich. Als oben bei den Kollegen rumzulaufen. So, was hast du noch für mich? Du hattest Medipacks für mich. Ich habe da was gehört. Geh mal hier hoch. Mal gucken, was ich hier oben finde. Oder was ist das Gebäude, wo Antion auf. Ach, warum sag ich mal Antion? Antion bin doch ich. Wo Bourbon auf mich wartet. Keine Ahnung. Retten. Wen soll ich retten? Ihn hier? Ist zu spät. Den kann ich nicht mehr retten. Wen soll ich retten? Ja, gerne. Mit Freuden. Warum ist denn hier alles so verschwommen? Was zur... Das habt ihr aber auch gesehen, ne? Hier stand jemand. Hat der mit mir gesprochen gerade? Ein Pfeil, der da runter zeigt. Irgendwie bin ich hier auf dem richtigen Weg, habe ich das Gefühl. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich will hier nicht runter. Keine Ahnung, ob ich richtig bin. Ich weiß es nicht. Ich höre schon wieder die Viecher. Naja, zumindest höre ich keine...
keine Flügel. Soll ich da jetzt durch? Oder soll ich jetzt mal gucken, ob ich einen anderen Weg finde? Hier stand der Typ. Das Wesen oder was auch immer es war. Ich habe keine Ahnung. Was der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Was haben wir noch? Wir haben noch den Weg da außen. Nehme ich hier lang. Hier ist ein Safe, guck mal. Dafür einen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich dem begegnen möchte. Ich gehe da wieder hoch. Ach, der geht da auch hoch. Na, jetzt soll das Fenster wieder raus. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant, was hier passiert. Ich gehe jetzt doch da oben lang. Da oben war ein Pfeil. Das scheint mir richtig zu sein. Bevor dieser Maulwurf da wieder kommt. Ne, das ist die Toilette. Da. Hier stand er, da ist der Pfeil, da gehe ich jetzt durch. Was immer das zu bedeuten hat. Hopp. Jetzt bin ich eine Etage tiefer. Ich glaube, es gibt auch keinen Weg mehr zurück. Oh, hier ist ein Lager. Das sollte der Fall wahrscheinlich bedeuten. Alter, hört auf. Ich hoffe, das Lager ist hier sicher. Nee, das Licht lasse ich aus. Nein, aus, habe ich gesagt. Na toll, jetzt wissen sie, wo ich bin. Ich weiß gar nicht, wie viele Filter ich jetzt noch habe. Die gehen ganz schön schnell alle, ne? So, wie komme ich wieder zurück? Ab nach unten. Aua. Hui. Eieiei. Da habe ich keine Wahl. Die bleiben da stehen, ne? Ja, genau. Boah. Tolle Idee, ey, Antion. Alter. Ja, hier bin ich genau. Noch einer. Schieß. Bin ich jetzt tot? Ich bin tot. Ja. Einfach so gestorben. Boah, übel. Also die Krämpfe, die Krämpfe. Die Krämpfe sind echt übel hier. Die Kämpfe sind echt übel hier. Hammer. Hammerhart. So. Bin ich jetzt? Ist das? Die haben alle immer so gelbes Zeug dabei. Sind das Medipacks oder was? Die könnte ich auch mal nehmen, so ganz nebenbei. Und ich bringe immer wieder auf den neuesten Stand. Zack, 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 zack. Schöne Nachladeanimation. Mag ich gerne. In dem Spiel. Finde ich echt schön. Aber immerhin habe ich hier in der Knarre ein paar Schuss mehr als ja. Licht an, Licht aus. Schönes Spielchen, macht Spaß. Oh, die Kiste habe ich ganz übersehen. Munition und zwei Messer. Das ist von Revolver-Muni. Jetzt muss ich da runter und mich wieder den Jungs stellen. Ich hatte doch hier, wie komme ich denn da dran? Nochmal. C? Nee. Oh, so hätte ich. Oh, irgendwo geht gerade die Hölle los. Ne, ich konnte doch irgendwo. Das sind Medipacks.
Das ist Nachladen, Filter. Genau. Kollege, Maske wieder aufsetzen, bitte. Ich hätte doch irgendwo die Möglichkeit, Dinge auszuwählen. Das sind meine Munition. Wie lange hält mein Filter, etc. Ach, hier. Genau, und die kann ich dann mit, mit C dann abwerfen wahrscheinlich. Das versuche ich gleich mal. Aber wahrscheinlich sind die eh schon auf mich aufmerksam geworden. Hopp, bitteschön. Die brennen gar nicht. Bin hier so ein bisschen in die Enge gedrängt. Ich weiß auch noch nicht, ob das mein Blut ist oder deren Blut. Ich nehme einfach mal ein Health Pack, was soll's. Alter. Wie komme ich denn an dem. Alter, wie soll ich den denn besiegen? Wenn er mich da so zusammenschnetzelt. Das ist mir echt ein Rätsel. Drücke eine Taste, um fortzufahren. Wie sollte ich doch nicht darunter gehen? Das ist echt alles eine Frage, ne? Das ist der Wahnsinn. Was hast du denn dazu, hm? Oder sollte ich hier lang gehen? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Die Welt an Sachen war das jetzt auch nicht. Ein bisschen Munition da. Filter. Gibt noch einen Filter, by the way. Oh, da oben ist auch noch Vieh. Bleibt mal lieber geduckt. Wer weiß, aber hier scheint es auch keinen Weg lang. Oh, von den Viechern. Scheint auch keinen Weg lang zu führen. Ich werde jetzt versuchen, da drüber zu hoppeln, aber ich glaube, da hole ich mir den Tod. Ich muss versuchen, dass ich an dieser Mauer, an diesen Viechern vorbeikomme. Ist hier noch irgendwas? Hier liegt auch noch eine tote Leiche. Was haben wir das? Ach, Shotgun-Munition. Hopp. Übel, Kübel, da bleibt mir echt keine andere Wahl. An denen komme ich sowieso nie anders vorbei. Aber ich gehe unten nochmal durch. Ich versuche es nochmal unten lang. Das ist ja auch noch eine Option. Da, wo der eine Maulwurf da Patrouille gegangen ist. Ja, eine Treppe. Da kann ich nochmal versuchen lang zu gehen. Und dann komme ich wahrscheinlich genau in der gleichen Scheiße raus wie vorher. Wahrscheinlich etwas anders positioniert. Ich habe schon wieder gehört. Ich habe die Schritte gehört, da ist er nämlich. Die haben es mitgekriegt. Die haben es echt mitgekriegt. Ach nein, kein Filter. Machen einen ganz schön kalt, ne? Alter Schwede. Wie soll man das denn schaffen? Besonders effektiv gegen Telepathen und Nosalis. Boah, na, das ist natürlich hier gerade guter Rat teuer. Dann gucken wir mal beim nächsten Mal, glaube ich, wie es hier weitergeht. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich an diesen Vögeln vorbeikommen soll. Ich glaube, jeder Weg führt in der gleichen Scheiße wie vorher auch. Naja, gucken wir mal. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal einen Weg. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.